meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich einen Make-up-Look für euch. Mal wieder. Es ist ein Alltagslook und ein Anfänger-Make-up, würde ich sagen. Viele haben sich ein Anfänger-Make-up sozusagen gewünscht von mir, weil ich einfach, denke ich mal, zu fortgeschrittene Make-up-Videos mache, weil mich hat letztens jemand darauf aufmerksam gemacht, ja, Cindy, sag mal, du machst ganz schön viele Sachen in dein Gesicht und ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was das alles ist und ich habe das nicht zu Hause und dann dachte ich mir, ja, dann mache ich mal ein Anfängervideo mit Sachen, die halt fast jeder zu Hause hat und falls ihr davon etwas nicht zu Hause habt, dann lasst es gerne weg. Ich habe versucht, so wenig Produkte wie möglich zu nehmen und es so natürlich wie möglich zu machen. Und ja, ich hoffe, euch wird dieses Video gefallen und ihr könnt das nachschminken, also dass es leicht ist, für euch das nachzuschminken. Und was ihr dafür braucht, ist ein Make-up oder Tönungscreme, Concealer, wenn ihr das benutzt, eine Mascara, ein Augenbrauenprodukt und ein Lippenstift oder Lipgloss. Falls ihr Lippenstift oder Lipgloss nicht benutzt, müsst ihr das natürlich nicht auf eure Lippen machen. Dann Labello oder so, was auch immer ihr für die Lippen benutzt. Und als letztes ein Bronzer und Rouge. Ja, das habe ich jetzt nur als Beispiel gemacht. Manchmal mache ich auch nur Bronzer oder Rouge und Bronzer lasse ich weg. Ihr könnt das ganz individuell machen, wie ihr möchtet. Und ich rede jetzt gar nicht mehr so viel und brabbel hier rum, sondern ich lege los. Ich fange mit meiner Foundation an und da benutze ich meine MAC Face & Body Foundation in der Farbe C2. Und das ist eine leichte Deckkraft und deshalb sieht das halt natürlich aus und nicht so maskenhaft. Und dazu nehme ich meinen Beauty Blender leicht angefeuchtet. So. Und jetzt arbeite ich die mit meinem Beauty Blender ein. Ich finde, das ist echt ein natürliches Ergebnis. Man sieht nicht, dass man Make-up drauf hat. Als nächstes nehme ich meinen Concealer von NYX. Bisschen Augenringe abdecken und halt die Rötungen in meinem Gesicht. Wie hier. So. So. Dann arbeite ich das wieder mit meinem Beauty Blender ein. Als nächstes benutze ich mein Puder, um alles nochmal abzupudern, damit das nicht glänzt. Und dazu benutze ich mein Clinique Puder, was ich auch immer in meinen Videos benutze. Als nächstes mache ich meine Augenbrauen. Jeder hat bestimmt auch ein Augenbrauenpuder oder ein Augenbrauenstift zu Hause. Und da benutze ich den von NYX. Als nächstes benutze ich ein Augenbrauengel von Maybelline. Ja, das sind dann die Augenbrauen. Dann benutze ich einmal diese Mascara, das ist die Lacombe Doll Eyes Mascara und die benutze ich immer als Vorher, weil, also vor der Hauptmascara sozusagen, weil die ist fast leer und die trennt aber noch mit diesem bisschen Mascara, was da noch drin ist, meine Wimpern richtig gut. Eigentliche Mascara, meine MAC Mascara, die ist so blau und die gibt voll gut den Wimpern Volumen und es ist halt eine richtig coole Bürste, weil die ist so dünn und die kommt halt überall ran und tuscht alle Wimpern. Und die trage ich in so Drehbewegungen auf, weil dann erwischt sie auch alle Wimpern und es gibt besser Volumen, wenn man das irgendwie so dreht.
So, jetzt bin ich fertig mit meiner Mascara und dann benutze ich als nächstes ein Bronzepuder. Dann mache ich noch ein bisschen Rouge drauf. Das mache ich jetzt aber nicht an allen Tagen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, dass ihr einen Rouge drauf machen könntet, dass ihr ein bisschen frischer einfach wirkt. Als letztes benutze ich einen Lip Liner. Als nächstes gebe ich meinen NYX Liquid Lipstick auf meine Lippen in der Farbe Tea and Cookies. Ja, und das ist mein fertiger Look. Es ist ein sehr natürlicher Look, finde ich. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich würde mich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen und kommentiert doch gerne mal, wie ihr diesen Look fandet und vielleicht, was ihr als nächstes sehen möchtet. Ich werde euch auf jeden Fall unten alles in die Infobox verlinken, was ich benutzt habe und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!